Hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. To Die, hi. Du, Jasmin, mein Freund, was machen wir heute? Ich würde sagen, wir gehen looten. Wir müssen erstmal ein bisschen unterwegs. Richtig. Denn ich würde gerne... Wir müssen Messing und so. Ja, auch. Was sind das hier heute? Und ich würde sehr gerne die, Tools Digest Bücher lernen. Nein, hab ich gesagt. War das Holz? Wir müssen unbedingt Munition machen, ey. Ja, ich... Ach, wir müssen so viel. Leider. Also eigentlich würde ich die Basis gerne weiterbauen. Wir müssen Munition herstellen. Ich hätte aber auch gerne den Erdbohrer, damit das Munition herstellen etwas schneller geht. Hast du denn das mit Delta Airlines mitgekriegt? Delta Airlines ist losgeflogen, ich glaube, entweder von oder nach Barcelona. Und die mussten dann umdrehen, direkt nach dem Start, also als sie gerade in der Luft waren. Weil einer Durchfall hatte. Richtig. Und der musste dann raus aus der Maschine, den ging es gar nicht gut. Und die musste danach erstmal in die Maschine rein. Das muss auch so peinlich sein, so richtig unangenehm. Ich wollte sagen, schön ist das auf jeden Fall nicht, ey. Nee, das ist bestimmt richtig peinlich. Naja, ich glaube, du bist auch erstmal froh, wenn du da raus bist und nach Hause kannst. Ich glaube, das ist dein erster Gedanke. Glaube ich nicht. Ich glaube, der erste Gedanke, den du hast, ist ein trockener Schlüpper und irgendwo eine Toilette, wo du erstmal ein paar Stunden verweilen kannst. Wenn es dir schlecht geht, dann einfach nach Hause. Naja. No. So ist das passiert, Leben. Ne? Nee, mir passiert sowas nicht. Wieso nicht? Mir würde sowas nie passieren, ey. Bist du dir zu fein für Durchfall? Hier ist eine Schreierin. Oh, toll. Und sie hat geschrien? Hast du sie kalt gemacht? Nee. Also, ja, die ist kalt, aber ich habe damit nichts zu tun. Die war schon kalt, als sie hier angekommen ist. Wo ist sie denn? Warte. Du hast da einen Elch bei dir in der Bude. In der Bude? Ja, der ist da in irgendeine Ritze gefallen. Wo ist denn jetzt die Schreierin? Sehe ich nicht mehr. Die ist weg. Oh. Der Elch ist auch weg. Also indirekt. Theoretisch ist er ja noch da. Blutbeck. Scheiße, sie hat geschrien. Ja, sie hat geschrien. Du kriegst Besuch. Oh Mann, ey. Habe ich jetzt ein Messer? Ja. Oh, diese Grünen gehen mir ja voll auf den Sack, ja? Hast du da viele von? Ja, zwei sind schon mal da. Ich komme, Jasmin. Mit der geballten Ladung meiner AK-47 werde ich dir zu Hilfe nahen. Eilen. Mann. Narren. Ich narre dir zu Hilfe. Das war jetzt nicht so dramatisch. Was war drin? Du hast aber auch ein Verband, ein bisschen 9mm. Nee, Magnum-Munition und Schmerzmittel. Lass dich machen, Drama. Ich hab doch gar nichts gesagt. Hier sind zwei Grüne. Ja, warnst du auch, oder nicht? Ja. Ja, hä? So, wollen wir gleich losstarten? Wollen wir ins Nachbardorf? Da haben wir vielleicht mehr Aussichten auf Bücher, weil hier ist ja relativ leer eigentlich, ne? Aktuell. Ah, jetzt habe ich meine Taschen nicht ganz leer gemacht. Oh, ich schon. Ich hab nicht. So leer. Ja, ich bin dumm. Ich weiß. Du musst mir das verzeihen, Jasmin. Nee, sowas kann man nicht mehr verzeihen. Dummheit verzeih ich nicht mehr. Zu viel Dummheit hier zur Zeit, ey. Du hättest dich auch bilden können, Patrick. Ja. Wo wolltest du in welche Richtung? Einmal zum Nachbardorf. Ja, welches, links oder was? Oder rechts? Ach Gott, das, wo wir, also über die Wiese. Hä? Über welche? Bei dir vorbei oder was? Nee, bei dir vorbei. Ah, okay, die andere Seite. Also rechts. Ja. Leder und Klimbims. Hier so ein
dickes Ding hingestellt. Hoffentlich springen die da nicht rauf, ey. Wieso, was hast du hingestellt? Du. Ich? Für die Springen da. Für die was? Für dieses Aggregat-Ding da. Ist egal. Wo bist du? Ich bin nur ganz kurz bei mir ein paar Sachen noch auspacken. Musik. Bum, bum. Ich habe gar kein Essen. Kleinen Moment, Jasmin, das kann sich nur um Stunden handeln. Ja, es ist nichts Neues. Ist ja, ja. 30 auch, Minuten ja. Planlos meine Sachen zusammensammeln ja, und dann können wir looten. 30 Minuten ist ja noch. Ja, ich bin noch. Ui. Ich bin ja schon fast dabei, ne? Ist ja noch kurz, ey. So. Nun mache ich mich aber dezent auf dem Weg. So, einmal mein Bicycle schon mal vorkramen. Und zwar habe ich gedacht, wir gehen, ich weiß gar nicht, siehst du meinen Marker? Also gen Süden. Zu dem Haus. Ah, zu welchem? Wo bist du denn? Ich bin... Was ist hier passiert? Ja, ich denke, du musst herkommen. Ich denke, wir gehen hier lang. Nein, in meine Richtung. Also ja, ja, in deine Richtung. Der eine Schubser ist unterirdisch. So ein Maulwurf, Alter. Heißes Wetter. Mhm. Schön. Heißes Wetter? Jetzt? Ja, bei dem Stift war das gerade heißes Wetter. Was für ein Stift? Na, wenn du da oben, da wenn du hier die dein Dings öffnest, dann ist doch da oben Ausrufezeichen, Stift und Spieler. Tagebuch und Quests. Ah! Mhm. Ja. In der Tat. Ja. Ach so, ja, eine Quest hätte ich auch noch. Aber jetzt ich fahre erstmal zum Nachbardorf. Aber die geht ganz schön weit weg, gerade die Quest. Ja, meine wird auch immer weiter weg. Komisch. Ich weiß nicht, ob meine Quest abhaut. Warum? Ach so, ich wollte nach da hinten, da ist ein Haus. Welches Haus? In 850 Metern. Oh, Holz habe ich aber gut hier, ey. Bitte folgen Sie der Straße noch 800 Meter. Oh, Level up. Von was? Ich habe gerade einen Baum abgebaut. abgebaut. Ich habe einen Baum gehackt und dann kam mein Level up. Level up? Hast du einen Pilz gegessen? Einen grün-weißen? Mhm. Ah. Hä, hey, das ist doch kein Level up, das ist doch an der... Doch nur. Ja. Ich bin verwirrt. Ja, nee, alles gut. Tob dich aus, Jasmin. Du kannst uns verbal ruhig so beschäftigen. Ah, nee, ich bin irgendwie. Ich kann nicht mehr reden. Hm. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Mist. An der Intelligenz hier in diesem Haus. Möchtest du schreiben? Nee, das ist ja noch schwieriger. Ich hab mich hier festgefahren. Und du schreist witzig. Ernsthaft, hallo. Oh, hier ist ein Rucksack. Ja, ich bin schon unterwegs. Wartest ja nicht auf mich. Da war ein Verband drinne. Hier ist auch ein Rucksack. Ja, Leber. Ich will so viele Häuser wie möglich abklappern, wenn wir da schon mal rüberfahren, weil der Weg ja doch ein bisschen weiter ist. Ja. Aber ist recht ruhig hier heute, ne? Oh, hier. Anni. Sag das nicht so laut, ey. Meinst du, ich jinx das? Ja. Also den Honig habe ich nicht gejinxt. Das ist gejinxt. Na, wenn du irgendwas sagst und dann zum Beispiel so, passiert. Oh, ein Glück regnet das nicht und plötzlich fängt es an zu regnen. Ja, genau, weil es an dir liegt oder was, weil du es gesagt hast. Ja, du forderst das Schicksal heraus. Ja, sicher. Dann sag mal zu was anderem was. Vielleicht passiert das ja dann auch. Das wäre ganz schön. Also mein Lottoschein konnte ich auch noch nicht jinxen. Lotto meine ich nicht. Jinxen von dieser anderen Jinxen. Kennst du das nicht?
Nö. Wow. Wow. Es freut mich, dass ich dir was Neues beibringen konnte. Naja, ist jetzt nicht lebensnotwendig, ne? Doch, eigentlich schon. Also international anerkannt. Und wenn du damit mal im Urlaub wärst, dann, Wer jinx dich? Ja. Hm, ist ganz wichtig. Das Wichtigste. Werde ich da ansprechen, werde ich sagen, hey, ich jinxte. Noch bevor du nach dem Weg fragen kannst, musst du jinxen sagen können. Hm. Bist du allein? Kann ich hier reinkommen? So, wie sehen deine Augen aus, mein Freund? Bist du in diesem Gebäude da drin? Oh, ey, du bist voll weit weg. Okay, die Augenfarbe hat keine Rolle gespielt. So, ein bisschen Müll, aber immer noch keine Bücher. Ich brauche Briefkästen, ne? Und Zeitungsständer. Holz, Holz ist gut. Was war da? Ja, wo ist denn, oh mein Gott, dass die Briefkästen immer so weit an der Straße sein müssen, ne? Die faulen Postboten können ruhig ein paar Meter laufen. In diesem Land. Jetzt musste ich ein paar Meter laufen. Das ist gegen meine Natur. Hm. Genau, da ist doch Blei, oder nicht? Sehe ich das richtig? Yo. Aber Hände, holla die Waldwehe. Bäm. Jo, Blei. Ich hab schon wieder Durst. Ich hab schon wieder Probleme. Ja, Durst, trink aus, Alter. Du bist ja auch das Problem. Okay. Oh. Ist ja gar nichts los. Nicht den Kopf hängen lassen. Aber das funktioniert nicht. Mai, oh mai. Da musste der Kopf aber erstmal fliegen lernen, du. Achso, ich habe eventuell am 4.11. Klassentreffen, ne? Bist du nicht ein bisschen alt für die Schule? Nee. Also, ich frage nur. Es ist ja auch ein Klassentreffen. Ja. Und dann macht ihr Deutsch oder Politik? Oh, sag mir bitte, dass ihr Biologie macht. Nee. Oder was Spannendes, Physik. Kann der Dicke mich eigentlich mitnehmen, ey? Das glaube ich nicht, dass der das kann. Das macht er aber. Nee. Unwahrscheinlich, der liegt hier. Halt hier. Na, also noch ist er sehr motiviert, dich zu fahren, aber nee, hat sich erledigt. Hä? Nee, ich glaube nicht, dass der dich noch fährt. Warum? Ich weiß nicht, der sieht sehr demotiviert aus. Hä? Ja. Der ist nicht bei dir. Hä, doch. Nee. Ich meine nicht den, ich meine den anderen. Reicht's mir aber. Weg mit dir. Ich baller jetzt hier alles nieder. Alter Schwede. Oh mein Gott. Wo bist du überhaupt, ey? Ich bin hier am Eskalieren. Also wenn die Polizei irgendwo auftaucht, das ist mein Werk. Oh, geil. Was hast du gefunden? Alles, was ich für Munition brauche. Oh, voll schön. Auch Geschossspitzen. Ach, der ist da in dem... Auch Schießpulver. Was ist los, Bro? Bleib doch locker! Ich hab dir nichts getan! Alter, kommt der angelaufen. Jo, ich hau ab. Das ist mir zu viel. Hast du schon wieder fremde Leute provoziert? Das ist ja frech. Alter. Will er? Hau ab, Mann. Ist das nicht die Treppe, wo sie mich durch die Treppe schlagen können? Wenn es so ungünstig läuft? Boah, da sind aber so viele Autos. Da steht denn er wieder auf. So. Doof oder was? Es ist die Zaubertreppe. Ist das zumindest ein normaler Zombie? Nee, also normal ist der nicht.
auch voll auf die Kniescheibe. Wie er im Liegen noch nach mir geschlagen hat. Unfassbar frech. Alter. Mann, hier sind so viele Autos, ey. Nimm mal eine Airline. Hä? Blei. Richtig gut. Die ist voll für Blei. Ich hab eigentlich... Ah, oh nein. Eigentlich... Ah, oh nein. Mhm. Ja, ich hab noch gesagt, wenn die Polizei kommt, ist mein Werk, ne? Das ist ja gar nichts los hier. Ach, jetzt weiß ich wieder, woher mir das kam. Mir alles so bekannt vor. Ja, klar. So, und wir haben ja dazugelernt aus diesen anderen Dingen. Hier muss doch irgendwo ein Drehhebel sein, dass ich das hier abstellen kann. Das heißt, das Rohr geht hier rüber. Oh. Scheiße, ich hab Kackmusik. Jasmin, bitte. Ups. Ah, Wortwahl, ja? Wortwahl, bitte. Hä, da ist doch nix. Oh, ey, alleine packe ich das nicht. Das sind zu viele, glaube ich. Wo geht das Rohr hin? Da, 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 da. Da kommen sie, die... Haha! Ja, schau mal einer an, da haben wir doch dazugelernt. Oh, oh, ich lauf weg. Alles okay, Sir? Ist hier irgendwas passiert? Oh, die kommen echt hier mehr hinterhergelaufen, ey. Ja, Ich kann ihn sehen. Geht die Dicke haut wieder ab? Jasmin, bitte, das ist Fettshaming, ne? Ja, mir doch egal. Ist mir doch egal. So. Ich bin selber dick. Naja. Bleib mal ein bisschen realistisch, ne? Hm? Sagst du doch immer. Ja, weil ich noch höflich bin. Patrick? Treib's nicht auf die Spitze. So. Das war's denn. So, das wird wahrscheinlich die letzte Folge sein, die wir hier hochladen. Ah nee, zum Hochladen komme ich ja wahrscheinlich gar nicht mehr. Nee. Ach, nö. Was brauchst du für ein Buch? Tools Digest. So ein schwarzes Buch. Ist das nicht? Es hat ein schwarzes Cover und da steht Tools ja, und Digest. Ja, ist okay. Ich hab's verstanden. Sicher? Nee. Ich mal dir ein Bild. Ey, mit deinen blöden Bildern malen ständig. Freust du dich nicht über meine Bilder? Findest du die nicht hübsch? Nee. Hab ich schon gelesen. Oi. Da sind voll die guten Kisten drin. Hä, waren wir hier nicht erst? Ja und nein. Nicht da, wo wir fast draufgegangen wären? Na sicher. Nein, Jasmin, bitte. Wann sind wir denn mal hier draufgegangen, ne? Oder fast? Wir spielen doch professionell. Naja. Total, ey. Schön, ja, hier sind sogar... Ach, nee. Ich wollte hier ein bisschen Privatsphäre auf Toilette haben. Guck mal denn hier noch? Hier haben wir noch einen Schrank. Maiskolben. Oh, das muss ich jetzt den Kunden erklären. Es tut mir leid, der Lüfter, der lag eben nur hier, ne, der gebläse da. Ich habe ja auch getan, was ich konnte, ne. Aber da war nichts mehr zu machen, ne. Der hat sich in Rauch aufgelöst, du. In Luft hat er sich aufgelöst. Ja, ja, ich war da auch richtig sauer. Da habe ich so raufgeknüppelt. Einfach so. Er hat voll die schönen weißen Augen. So leer, ohne Pupillen. So hübsch. Pupillen. Pupillen? Pupillen. Oha. Okay, ich weiß gar nicht, wo hier. Oha, oh, das wird so lustig, wa? Ich hatte wegen dir übrigens einen Ohrwurm gestern. Oha, das wird so lustig morgen. Wegen dem Bauer da, wegen dem Dachdecker. Dachdecker deckt das Dach. Der dicke Dachdecker deckt das Dach.
Nee, wegen dem nicht, sondern wegen deinem komischen Deine Mom und meine Mom gehen in den Club. Wieso wegen mir? Deine Tochter hat das gesungen. Ist schlimm genug. Wo hat sie es her? Weiß ich nicht. Da wird der Rocker aber sauer. Deine Mom und meine Mom. Das wirkt im Schrank einfach falsch. Meine Mom, bitte noch einen Schluck. Im Schrank wirkt der Vierfüßlerstand einfach falsch. Wow, eine Basic-Stufe 5. Welche hast du jetzt? 4. Jesus, ich habe mich verbessert. Wow. Ich bin trotzdem voll beladen. Ja, geil, ne? Highlight, ne? Eigentlich. Oh, hat sich gelohnt, die Runde. Hm. Jetzt kann ich nichts mehr aufhalten, Jasmin. Nee, ich nehme die ja noch nicht. Ich muss sie ja zu Hause erstmal modifizieren. Alles safe machen. Safety first und so. Oh, sorry. Ich hab vergessen, dass wir aufnehmen. Ja, jede Mal kacke ich hier rum und furz und rülps und benimm mich wie Sau. Das ist deine Aufgabe. Schmeiß mit leeren Bierflaschen durch die Wohnung. Ah, hab ich vergessen, dass wir aufnehmen. Wenn wir mal Bier hätten. Du hast doch erst ein Bier getrunken. Wann denn? Vor 2 Wochen? 3? Wow. Mal mega. Mega. Ah, jetzt will ich ja fast wieder zurücklaufen. Meine Mama, jetzt hab ich einen Ohrwurm, danke du. Meine Mama und deine Mama. Ripper, was? Ripper? Ja, Ripper, das Blei, Blei, Blei. Ich brauch Blei, Blei, Blei. Blei, 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 Blei. Ich brauch Blei. Kann man daraus einen Remix machen? Ich hab's doch gehört. Was? Ich dachte, das wären alles Rucksäcke. Oh mein Gott. Hier ist eine Ladung Kriecher unterwegs. Krieg ich die weggeknüppelt? Ja. Voll gut, wie die sich aufreihen. Das nenne ich mal eine Choreografie. Das ist ja so geil. Okay. Jetzt nur noch ihr 4. Machen wir mal einen Bogen? Okay, können wir uns nochmal gerade ordnen? Gerade bitte? Nee, du musst ja hinten aufschließen. Das sieht nicht gut aus. Die beiden sind viel schneller als du. So sieht das wieder gleichmäßig aus. Das ist so ulkig. Au! Eieiei, Langfinger, du. Ich habe gedacht, das ist so eine Ladung voller Rucksäcke, aber es war eine Ladung voller Kriecher. Und Tote. Der ganze Stress für ein Shamway-Sandwich. Ja, manchmal denkst du so, boah, ey, da ist bestimmt geiles Zeug drin. Und dann machst du auf und denkst so, Lumpen. Toll. Ein Lumpen. Für den ganzen Stress hier oder was? Ich hab hier eine Grenzkontrolle. Ja, ne, hast du. Da ist ein Polizeiauto. Das habe ich schon geknackt. War ich ja hier schon mal. Bin hier in so einer Hütte. Muss ich da jetzt rein? Ich mach's einfach. So geil, der Typ, ey. Oh, ja. Ich sammle hier mal ein paar Steine. Dann schieße ich hier mal einen Zombie ab. Wen imitierst du denn? Na, den Typen. Welchen Typen? Der sich über die Influencer immer lustig macht, die alles so, wenn die Mädels so reden, so. Dann habe ich mir eine neue Hose gekauft. Die reden hinterfragen, also die fragen. Sagen was, aber als Frage so, wie die reden, weißt du? Die Weiber heutzutage. Ja, jetzt. Und dann jetzt reden die doch so, wenn die immer sowas vortragen, so, oh, und dann habe ich mir eine neue Hose gekauft. Und er sagt es dann. Und er verarscht die dann immer und sagt dann, ich hinterfrage meine ganzen Antworten. Wieso rede ich so komisch? Und die ganze Zeit, der ist so lustig. Auch nicht, warum ich das mache. Weil es vielleicht einfach cool ist. So geil. Ja, man muss halt mit der Zeit gehen, Jasmin. Ich finde den so lustig, den Typen, wie die immer verarscht, ey. Dann sagen die,
Oh, ich habe was Neues für euch. Oh ja, ja, ja. Ich warte schon den ganzen Tag drauf. Voll ja, ich weiß, wie du meinst. Ich hoffe, ist ja gut, ey. Ich hoffe, er macht sich wirklich lustig. Nee. So, ich habe jetzt mal das Papier weggeschmissen. Damit ich Geschossspitzen einstecken kann. Jetzt gucke ich mal in die Truhe. Oh! Hier sind Zeitzünder drin. Scrapping for fun. Mir doch egal. Spaßige Zeitschrift. Schrott. Lichtmod brauche ich eigentlich nicht. Haben wir beide. Aber die Zeitzünder würde ich gerne mitnehmen. Doch. Ich müsste mal demnächst. Oh, Tool Ditches. Na, da haben wir es doch endlich. Und ein Reifen gegen die Feder. Hier war ich noch gar nicht, glaube ich. Hm. Boah, ich mag da nicht alleine reingehen. Ich muss draußen unbedingt mal Sachen ins Fahrrad schmeißen. Muss so. Jasmin, muss ich. Nee. Wo ist denn mein Fahrrad? Hallo? Hat jemand mein Fahrrad gesehen? Noch weiter weg hätte ich nicht parken können. So, falscher Knopf. Aufbewahren, Magnum. Das. Geringe Wahrscheinlichkeit, das zu finden. Achso, ist schon voll. Ach mein Gott. Der ist doch ganz schön sportlich, der Boy. Ah, das liegt an den Augen. Die hat mir die Zähne gekriegt. Blutbeck. War eklig. Voll schön. Boah, Junge, nee. Was denn? Ich konnte gerade nicht zuhören, ich hatte voll Stress. Der hat gerade mir die Zähne geknirscht hier. Ah, voll schön. Boah, ich krieg Gänsehaut. Boah, es ist. Volle Luzi, ey. Volle Luzi. Mann, hier gehe ich doch nicht alleine ran. Da steht schon mal einer. Haha. Schon gesehen, du Otto. Ich gehe weg. Wo ist mein Fahrrad? Wo ist mein Fahrrad? Ja, das ist mir. Ich schaff das alleine nicht. Was? Die übelste Muschi. Ich schaff das alleine nicht. So halb verweint beim Reden. Ja, ich will nicht sterben. Warum nicht? Warum nicht? Wenn ich sterben will. Das kann ich nachvollziehen. Ja und? Du stirbst ja freiwillig immer. Ich hatte mich geopfert, dir zuliebe. Ich hatte. Warum meine hier erst stottern, wird zusammengeschrieben. Da freue ich mich wohl auch schon drauf. Oh, das ist so lustig, ey. Wenn Andi stottert? Nein, so auf alles morgen. Ja. Das wird schon really funny, oder? Really. Denk dir, du musst da eine Gasflasche holen für den Grill. Ja. Morgen. Ja, nach dem Baden. Was? Ja. Oh, ah! Man könnte sagen, dass ich mit einer AK-47 gegen Geier ein bisschen übertrieben habe, aber nein. Jetzt, hier ist nur ein Big Pack? Also so eine Palette mit Schmutz. Wir könnten hier im Trailer nochmal reingucken. Das habe ich mir irgendwie gedacht. Oh mein Gott! Nein, oh Gott! Hier genau, echt kacke. Ja. Ich dachte, er wäre tot. Freut er sich. Ja, ich habe ihn in die Kronjuwelen geschossen. Ach, Jasmin, du siehst doch nichts anzufangen heute. Musst du mal was essen? Das bin nicht. Müsste ich ja wohl. Fahre ich jetzt gerade zu diesem Haus schon wieder hoch? Nee, das ist eine andere Hütte. Ich bin,
Art brauchst du aber Können wir diesen Zaun auch machen? Aber der hält ja nicht. Das ist irgendwie doof hier. Ich komme hier nicht klar. Hier ist Kohle, Kohle, gut zu wissen. Erntewerkzeuge. Mir fehlen noch... Sechs. Sechs Bücher fehlen mir noch für mechanische Werkzeuge. Aber ich kann übrigens eine Spitzhacke Stufe 4 machen. Boah, ich bin so intelligent. Ich bin jetzt hier einmal im Kreis gefahren, ey. Geil. Ja, war jetzt auch Ironie, ne? Weiß ich ernst meinen. Ja, wenn du aber... Du musst das anders sehen. Wenn du im Kreis fährst, ne? Dann kannst du doppelt die Gegend genießen. Bist denn du überhaupt da hinten irgendwo? Ich will eigentlich zu dir. Guten Tag, junge Dame. Ich habe meine Prostata untersucht. Oh, kleiner Moment. Und? Alles gut. Oh mein Gott, Herr Schmied, sie ist dabei tot umgefallen. Ja, der Anblick, der war scheußlich. Sie hat sich zu Tode gebrochen. Ja. Ich finde es nicht. Ein rostiges Fass. 24 Benzin. Hm. Hier ist voll viel Kohle, ne? Ja. Und Blei oder? Ne, das ist Kohle. Ah, Klappe. Ich schneller mit meinem Bike als. Gott. Passt du dich jetzt den Zombies an? Oder? Ich habe versucht zu kommunizieren, das sollte Frieden bedeuten. Oh nein. Oh. Er kommt direkt auf mich zu. So, ein Buch können wir noch lesen, aber das ist wieder Autoteile. Tool Stitches. Vielleicht in so einen Baumarkt nochmal reingehen? War ich hier schon? Nö. Das erste Mal, dass ich solch eine Erfahrung machen darf. Jasmin, ich bin in einer Garage eingebrochen. Ist doch nichts Neues für dich. Hä? Das sieht doch gut mit aus. Was? Gar nicht. Tu mal nicht so. Hä, bist du doof oder jetzt was? Jetzt bist du ja auch unschuldig, ne? Ja, ja. Genau. Oh, du Drecksau. Deine Mom und meine Mom. Gehen in den Club. In den Club. Deine Mom sagt deiner Mom, willst du... Nee, deine Mom fragt meine Mom, willst du noch einen Schluck? Ich verlasse das Dorf. Darf man das überhaupt singen? Bist du innerorts oder bist du jetzt auf Wald und Wiesen unterwegs? Wiese, Wald und Wiesen hier. Wald und Wiesen fehlt. Ja, ich hab hier mal Stein und Blei, weißt du? Und Blei brauchen wir ja auch. Ja, deswegen hätte ich gerne den Erdbohrer, ne? Oh, hier ist alles voll mit Kohlenitrat. Oh, ich bin im Paradies. Ich baue wieder nur den Stein oben drauf ab. Oh, Honig, ich muss hier was wegschmeißen. So, da gehe ich nicht rein. Shotgun Messias. Nein, Sir. Da sind wir noch nicht ausgewappnet für. Wir sehen uns gerne morgen wieder. Schaltet wieder ein. Die Folge ist leider vorbei. Bis dahin, mach's gut. Ciao. Tschüssi.